Ja, moin moin. Da ich jetzt schon ziemlich oft danach gefragt wurde, ob ich mal ein Hitbox-Video machen würde, dachte ich, jo, es ist jetzt mal an der Zeit. In diesem Video habe ich deshalb für euch ein paar Hitbox-Mythen unter die Lupe genommen und darüber hinaus auch noch ein paar andere kleine Fragen beantwortet, die mir so im Kopf rumschwirrten. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und dann wünsche ich euch mal viel Spaß. Als allererstes schauen wir uns mal den Mythos an, dass die Jacke oder der Mantel die Hitbox eines Players vergrößern. Das würde bedeuten, wenn man Teile des Mantels oder der Jacke anschießt, würde der Spieler Schaden bekommen. Oh, dann mache ich nicht mal Knarre. Genau. Warte. So. Wie ihr hier seht, ist das nicht der Fall. Das bedeutet, eine Jacke oder ein Mantel machen einen höchstens mehr sichtbar, aber die Hitbox vergrößert sich dabei nicht. Ein anderer Mythos wäre, dass eine Gasmaske oder eine andere Art von Maske die Hitbox vergrößern würde. Auch das ist wieder nicht der Fall. Ebenfalls vergrößert der Rucksack die Hitbox nicht. Was allerdings als einzelne Parts des Körpers Schaden nehmen kann, sind natürlich Hände und Füße. Schießt man die an, kriegt der Spieler auch Schaden. Wie ist es beim Schuss durch ein Fenster auf einen Spieler, wenn die Fensterscheibe noch intakt ist? Wie man hier sehen kann, geht auch der erste Schuss durchs Fenster schon direkt auf den Spieler. Das heißt, die Fensterscheibe blockiert nicht die erste Patrone. Eine nächste Frage, die eventuell einige von euch im Kopf hatten, ist: Wirkt die Pfanne, die ja kugelsicher ist, auch wenn man sie in der Hand hält? Captain America. Und ja, das tut sie. Und wie sieht's mit der ballistischen Maske aus? Wehrt die eventuell ein bisschen mehr Schaden ab? Ich würde sagen, nicht. Und wie sieht's mit Türen aus? Kann man durch die Tür einen Gegner treffen? Nein, solange kein Loch in der Tür ist, könnt ihr keinen Gegner hinter der Tür treffen. Dann noch abschließend die Frage: Wird man mit Schuhen vom Gegner eher gehört als ohne? Um diese Frage vernünftig beantworten zu können, muss man hier die verschiedenen Situationen unterteilen. Ist die Person im gleichen Haus über einem, also im ersten oder zweiten Stock des Hauses, sind die Geräusche, die derjenige unten hört, exakt dieselben, egal ob ihr die Schuhe anhabt oder nicht. Befindet man sich auf der gleichen Ebene, kann man zumindest einen Unterschied zwischen den tapsigen, barfüßigen Geräuschen und den eher klopfenden Geräuschen mit den Schuhen wahrnehmen. Dasselbe gilt auch außerhalb eines Hauses. Vom Prinzip her sind beide Geräusche gleich laut. Man hört den Gegner auf jeden Fall, wenn er nah genug dran ist und nicht schleicht. Das heißt, ein Gegner, den man vielleicht gar nicht hat kommen hören, hat höchstwahrscheinlich eher auf den richtigen Moment gewartet, also wenn irgendwo Bomben gefallen sind, Granaten explodiert sind oder Schüsse gefallen sind, als dass er sich barfuß an einen heranschleichen konnte. Ich persönlich würde aber sagen, das bleibt weiterhin eine Glaubensfrage. Macht es an der Stelle am besten so, wie es euch am besten gefällt. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video noch ein paar ungelöste Fragen klären. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Guckt auch mal bei meinen anderen Videos und Guides vorbei. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.
Boah, das wäre so geil, wenn jetzt die, wenn das von der Pfanne abprallen würde in mein Gesicht. Direkt. Achtung, jetzt andere Hand, das kann wehtun. Ja. Okay. Au. Und er guckt hier nach rechts, nach links, so.